Herzlich willkommen zum dritten Online-Kongress Medizin der Erde. Mein Name ist Christel Ströbel, mein heutiger Gast Eleonore Schick. Ganz herzlich willkommen, liebe Eleonore. Liebe Christel, ich freue mich total, dass ich mit dabei bin. Ich freue mich auch drüber, Elo. Die Eleonore ist selbstständige Floristmeisterin. Seit 1990 schon gibt sie Blumenseminare, hat Auftritte bei Funk und Fernsehen, Live-Vorträge auf großen Bühnen und Gartenmessen. Sie schreibt wunderbare Bücher und sie begleitet Kinder in den Wald, um die Natur zu erfahren. Liebe Elo, du sitzt schon mittendrin, fast in so einem kleinen Blumenladen. Es ist deine Werkstatt und der Frühling sprießt hier aus allen Töpfchen raus. Und ich sehe, du hast nebendran Weide stehen. Und die Idee war ja heute, dass wir mal so ein kreatives Interview machen, wo du uns einfach mal ein bisschen zeigst, wie jeder von uns leicht und einfach selbst so schöne Dinge herstellen kann, indem man werkelt und biegt und macht, wie du das normalerweise in deinen Kursen zeigst. Und uns ist natürlich jetzt die Weide eingefallen, einfach weil jetzt gerade die Zeit dafür ist, aber gleich mal so die Frage, Elo, was fasziniert dich besonders an der Weide, also das ganze Spektrum? Naja, Christel, das ist einfach eine ungeheuer tolle Pflanze. Also du musst mal denken, es gibt über 1500 so Korbweiden. Und die Korbweide ist ja nur eine einzige Art von der Weide. Also die Korbweide ist die, die am beweglichsten ist. Und ich finde, es ist der Zweig, der am beweglichsten ist, den wir hier in unserer Heimat kennen. Also da gibt es natürlich auch Ranken, die beweglicher sind, aber definitiv ist die Weide am allerbiegbarsten. Und das interessiert mich als Florist natürlich total, oder weil ich ja schon immer mit der Weide gearbeitet habe, um Formen herzustellen. Also es geht mir ja als Floristin um Formgebung, um schöne Dinge zu erstellen, um. Also man sieht ja hier schon, ich habe ja hier schon ganz viel aufgebaut, wo wir nachher ja auch ein bisschen dran arbeiten wollen. Und das war ja mein Grund, wie ich überhaupt zum Zweig kam, weil man Tüten, Hüte, Ranggerüste, alle möglichen Dinge erstellen kann, wo ich dann mit Pflanzen oder Blumen, Schnittblumen arbeite. Also ich kann ein Ranggerüst machen und da kann ich eine wunderbare einjährige Pflanze hochranken lassen. Oder ich mache irgendeine Haube, die ich über eine Vase stelle und dann stecke ich da ein paar Blumen durch. Jetzt im Moment Tulpen und dann sieht es in zwei Blumen einfach toll aus. Oder ich kann einen Sichtschutz machen. Ich bin übrigens im Mitteldeutschen Rundfunk irgendwann jetzt in der Balkonserie mit einem Weidenrang-Sichtschutz, also Weidensichtschutz als Abgrenzung zu unseren Nachbarn. Also das ist einfach mal das, was mir schnell einfällt an den praktischen Dingen für eine Weide. Aber ich kenne auch keinen Zweig, der so wahnsinnige Wurzelkraft hat wie die Weide. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, wenn ich das jetzt hier hochhebe. Wenn man das, also ich kann das jetzt hier schon in der Kamera sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch zu Hause an eurem Bildschirm sehen könnt. Ich versuche das mal. Aber hier und bis hier geht ja die Wurzel raus. Christel, kannst du es sehen? Ich kann sehen, so ein bisschen dünn, ja. Ja, hier Rechts sieht und man, das links ist vor eine allem. ganz weiße, ja, es ist eine winzige weiße Wurzel, also wirklich bis hier raus. Und das sind jetzt ja schon 4 Zentimeter. Und das ist in einer Woche gewachsen, möchte ich mal sagen. Also ich habe dieses Gestell vor einer Woche gemacht, ins Wasser gestellt. Und auch da, ich nehme mal einen Zweig raus. Warte mal, da hat es welche, die schon innerhalb dieser einen Woche so Blättle gemacht haben. Ich glaube, ich muss es hier hinhalten. Halt es mal vor dein dunkelgrünes Auf dem Tisch. Oberteil. Nee, vor Ah, dein vor meinem dunkelgrün. nee, vor meinem Weiter Sicht. runter, weiter runter, weiter Ich runter. glaube, so sieht man es, oder? Weiter runter?
Weil der runter, dass es ein dunkler Hintergrund hat. Noch mal, ja, so. Genau. Man sieht jetzt das Ästchen und man sieht vorne so ein weißes Gehölle, nenne ich Bisschen mal. spitze, ja, Ja, genau. genau. Aber es sind jetzt ja schon zwei große Blattansätze, die ja dann riesige Blattzweige geben werden. Und das finde ich, ah, da sieht man es jetzt gut, das finde ich schon alleine faszinierend, dass der Zweig, also wie gesagt, dermaßen wurzelt und dann aber auch in kürzester Zeit Blättchen treibt. Also das heißt, die Weide hat auch eine wahnsinnige regenerative Kraft. Und das weißt du ja auch aus deinem Metier. Also ich kenne einen Gärtner, der macht da eine Wurzelhilfe draus, also eine Stecklingsbewurzelungshilfe, weil er aus der Weidenrinde und dieser Wachstumsschicht, dem Kambium, heraus eine Flüssigkeit macht, einen Dünger, mit dem er seine Stecklingspflanzen gießt, damit die schneller Wurzeln machen. Also so nach diesem homöopathischen Prinzip. Also das ist ja so Das toll. finde Das ich. heißt also, wenn man diesen Stoff, der das praktisch aktiviert, wenn man den von der Weide abschält und ein Sud draus macht, dann hat man diese Ja. Aktivierungsstoffe in dem Sud und wenn ich dann Pflanzen gieße, bewurzeln die wesentlich schneller. Faszinierend. Ja, also ich selber habe es nie ausprobiert, weil ich habe es tatsächlich jetzt erst erfahren. Aber also das macht totaler Sinn, ja, Ja. weil die ja so eine wahnsinnige Kraft hat. Du steckst die in den Boden, also du kannst die, jeder Stamm, jede Weide hat ja so schlafende Augen, das sind ja diese Blattaustriebe, die Knospenansätze und das sieht man. Und wenn man so einen Stiel paar Zentimeter tief in den Boden rein steckt, dann fängt der ja schon an, also in der Erde, im Boden zu wurzeln und genauso im Wasser. Was wir ja jetzt gesehen haben, weil ich ja dieses Weidengestell eine Woche im Wasser drin hatte und innerhalb dieser einen Woche fing es an. Also macht totaler Sinn, dass dieser Gärtner das als Bewurzelungshilfe nimmt, um die Pflanzen damit schneller zu bewurzeln. Ja. Aber für mich ist die Weide eigentlich eh so ein Baum, lebensspendend auf der einen Seite, aber vor allem diese unfassbare Lebenskraft, die sich ja ausdrückt mit genau allem, was du jetzt gerade beschrieben hast, steckt sie in der Erde und kurz darauf beginnt sie Wurzeln auszutreiben, so tschagga, ja, das ist jetzt mein neuer Platz, hier wachse ich. Oder auch manchmal, wenn man Ja. irgendwo an so einem kleinen Bach entlang geht und da wurden oft ja mal diese Korbweiden sowas von radikal runtergeschnitten, wo du denkst, oh Gott, welcher Unmensch war denn hier am Werk? Aber ein paar Wochen später treibt überall die Zweige aus und sie wächst und wächst. Und da Ja. ist so ein Ja. Wurzel oder ein Stamm praktisch, der total verwüstet aussieht, aber der Weide Ja. macht es überhaupt nichts. Oder einmal Du bin ich gehst. auch in einem Tal gelaufen, da ist eine Riesenweide, die ist umgefallen und ist praktisch quer über den Bach drüber gefallen. Muss schon Jahre vorher gewesen sein und an ganz vielen Stellen, der Stamm lag so, ist einfach vom Wachstum her in der Richtung wieder weitergegangen. Also man kann so fast sagen, die ist ein bisschen von der Lebenskraft her wie Giersch oder Löwen sein. Ich will wachsen. Ja, absolut. Absolut. Und vor allen Dingen, Christel, wenn du schon mal alte Weiden betrachtet hast, also die haben ja einen völlig hohlen Stamm in der Mitte. Das Holz ist ja sehr weich und die Weide hat viel Gerbsäure. Das heißt, also so ist meine Erklärung, frisst sich von selber quasi innen auf, ja, aufgrund ihrer großen Gerbsäure. Aber die Wachstumsschicht, von der wir ja gerade auch gesprochen haben, die der Gärtner sich zu Hilfe nimmt, um seine Pflanzen zu bewurzeln, das ist ja nur eine außen eine ganz kleine, schmale Schicht, ja, die zwischen, also kurz hinter der Rinde losgeht. Und diese Schicht,
Also da ist die Wachstumskraft, da fließen die Wasser, die die Weide aus dem Boden hochzieht, nach oben. Und deswegen ist da ein völliges Gerippe nur noch übrig bei so einer alten, verknopften Weide. Urig außen und innen ist das Ding komplett hohl. Also das ist doch faszinierend, oder? Also liebe Zuschauer, ich mag euch auch mal einladen, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid und genau so eine alte, knorrige, knorzige Weide seht, die innen diesen Hohlraum hat, dann versucht dich mal da reinzustellen oder reinzusetzen. Du bist wie, also wirklich wie im Schoß von Mutter Erde. Das ist so ein Gefühl von Geborgensein. Und gleichzeitig sprudelt die Lebenskraft in diesem scheinbar toten Stamm und die sprudelt förmlich durch deinen Körper durch. Das hat was mit ganz viel Freude und Leichtigkeit zu tun. Und es ist wie so ein, auch du möchtest wachsen. Auch du bist hier, um zu wachsen. Es ist wie wenn du das auf dich überträgst. Also das ist schon fast eine sinnliche Erfahrung. Ja, und also jetzt, du hattest das ja vorher gesagt, dass du die Weide schon so abgeschnitten erlebt hast. Ja? Man schneidet die Zweige ab und trotzdem treibt die wieder. Und weißt du, da erinnere ich mich an den Garten meiner Oma. Mein Vater war ja auch schon Florist, also der lebt noch, aber der ist immer noch Florist, also von Herzen. Aber eben, der hatte nur mal, ich glaube, das war meine Oma selbst, so eine Korkenzieherweide aus einem Strauß heraus, weil ihr die so gut gefiel, hat sie die genommen, in den Boden reingesteckt und ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren, aber nach 5, 8, 10 Jahren musste mein Vater mit der Motorsäge das Ding ratzfatz unter am Boden absägen, weil das ansonsten, die wird ja 30 Meter. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie ein zweistockiges Haus, ja, dreistockiges Haus, also das ist ja irre. Und weißt du, da gab es auch mal was, als meine Kinder klein waren, da baut man ja natürlich so ein Tipi, das ist ja klar, also Kinder brauchen so einen Weidentipi. Das ist ja dasselbe Lager, wie von dem du jetzt gesprochen hast, wenn man sich in so eine Weide reinkuschelt, in so eine alte, wo es Platz genug hat. Und für die Kinder, da steckt man eben einfach, je nachdem wie groß das Ding werden soll, 15, 20 solcher Triebe in den Boden, also ein paar Zentimeter tief, und dann fängt es dann nach kurzer Zeit an zu treiben. Und die Weide, also ich würde mal sagen, da gehen 80-90% Wurzel da an. Nicht alle, also da gibt es schon ein bisschen Ausschuss. Aber bei uns sind da relativ wenige was geworden, weil unser Vorgarten so trocken war. Und anfangs war ich total traurig, weil ich dachte habe, oh je, das wird nichts, schade. Aber später hat es nur noch 3 Triebe gegeben, die da übrig geblieben sind. Und diese 3, da hat einer davon irgendwann einmal unser Vordächle von der Haustür gestützt, weil der Metallbalken eingekommen ist, morsch, marode. Und dann hat die Weide das Vordächle gestützt. Und da war ich so gottfroh, dass damals nicht alle Weiden angewachsen sind, ja. Also das ist ja einfach phänomenal, das ist ja unglaublich. Und das wäre jetzt auch nochmal ein Gartentipp, den ich geben möchte, weil man sich das eben gut überlegen muss, ob man die Weide überhaupt in den Garten steckt oder pflanzt, ja, weil sie ja so viel Wasser braucht. Und deswegen ist schon die Frage, das muss man sich überlegen, Weide wächst gerne feucht, eben ob man die sich überhaupt in den Garten tut, weil die natürlich den Pflanzen, den Beeten Wasser abzieht. Ja, also ich denke, das sind immer wieder so Überlegungen, die mit dazugehören und
Da finde ich das total wunderbar, dass du darauf hinweist, weil man denkt ja dann auch, und jetzt so ein bisschen Weide und dann kann ich mir so einen lebendigen Weidenzaun machen oder gerade für die Kinder irgend sowas bauen. Aber wenn der Garten nicht arg groß ist und man ist vielleicht eh so viel am Gießen, Gießen, Gießen im Sommer, dann muss man das wirklich gut überlegen, ob man sich so was noch mit dazu reinbaut, auch wenn es schön ist. Aber es braucht dann einfach auch diese, ja, sagen wir mal, tägliche Pflege im Sommer, dass einfach gegossen wird, dass nicht die anderen Pflanzen zum Schluss auch vertrocknen. Man darf nicht die Wurzelkraft unterschätzen, weil das, was ich gezeigt hatte, diese kleinen, zarten Wurzelchen, das gibt ja innerhalb von relativ kurzer Zeit ein dichtes Geflecht. Also Weide wird ja zum Beispiel auch als Erosionsschutz bei also wenn du eine Autobahn frisch baust, sieht man ja ganz oft, wenn die den Hang so hoch machen, dass die da Weide stecken oder auch quer reinlegen, weil die so schnell wurzeln und dadurch dem Boden so schnell Halt gibt. Und eine Freundin hat mir was erzählt, das war eigentlich nicht witzig, weil die gesagt hat, ihr Abwasserrohr wurde von einer alten Weide zerdrückt, förmlich zerdrückt, also im Boden. Es war eine Weide, die da schon, keine Ahnung, 40, 50 Jahre stand. Aber dann hat es das Zu- und Abwasser den Kanal zugedrückt. Das finde ich schon, das finde ich schon echt kolossal, gell? Ja, und sagen wir mal, gerade diese Kraft auch in den Wurzeln zu haben. Also ich übertrage das jetzt mal so ein bisschen auch auf uns Menschen. Und diese Heilkraft der Weide, sie enthält ja auch Stoffe, diese Salicin, das letztendlich ja auch, wie bei manch anderen Pflanzen, ja, Schmerz lindernd wirkt, fiebersenkend. Und aus diesem Stoff wurde ja auch vor vielen Jahren das Aspirin entwickelt. Das heißt, wir haben hier also auch was, das die Schmerzen im Körper lindert, das man wirklich bei allen möglichen Erkrankungen geben kann und letztendlich auch für mich immer wieder bei Krankheiten, wo der Lebensfluss auch nicht so wirklich da ist. Das heißt also, diese ganzen Knochen- und Gelenkserkrankungen, wo die Beweglichkeit, das mit dem Leben fließen gar nicht mehr so gegeben sind. Wenn man da aus der Weide, also speziell jetzt auch aus dieser abgeschälten Rinde, aus der man sich dann Tee machen kann oder eine Tinktur herstellen kann, also dass man jetzt nicht nur das Schmerzlindernde hat, sondern wirklich auch diesen Impuls, mit dem Leben wieder mitzufließen, das ist für mich so eine ganz, ganz spezielle, besondere Qualität der Weide. Ja, man kann auch räuchern mit der Weide. Also ich habe auch schon dadurch, also ich fange nochmal von vorne an, die Weide wird gerne als Übergangsritual auch verwendet, aus ihrer Symbolik heraus, weil du, wenn die so nah am Wasser wächst und auch, also zwischen Wasser und Land ja wächst, dass du die deswegen sehr gut als Übergangsritualspflanze verwenden kannst, gerade wenn irgendwelche Lebenswechsel anstehen, zum Beispiel aus der Pubertät ins Erwachsenenalter oder bei den Frauen, wenn sie in die Menopause kommen, dass du die dann tatsächlich ganz bewusst verwendest. Und also ich finde ja auch, wenn man sich mit ihr beschäftigt, ja, dass das dann schon in den Körper übergeht. Und das ist ja das, warum ich meine Arbeit liebe und auch diese Seminare mache mit den Menschen, weil ich dieses praktische Tun so wichtig finde. Ja. Du beschäftigst dich nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit was. Weil wir sind ja ohnehin meistens kopfgesteuert. Also das ist ja ein Ding, was uns so auszeichnet. Aber mit dieser praktischen Tätigkeit und gerade bei der Weide, da musst du dich in diesen Zweig einfühlen. Also du kannst nicht
die Weide, ohne irgendeinen Zugang zur Weide zu haben, verarbeiten. Es hört sich jetzt dramatisch an, so meine ich es nicht, aber ich sage immer, man muss mit der Weide in eine Interaktion gehen. Weil du musst zwar wissen, was du tust, was du machen willst, was nachher rauskommen soll bei deinem Werkstück. Weil ich muss ja wissen, ob ich was Gratis mache oder ob ich ein Körbchen mache oder hier hinten habe ich eine Figur. Ja, ich muss ja, sieht man die? Du sie mal ja. Vor. Ja, ja, die ist auch in meinem Weidenbuch drin. Und genau, also man muss ja wissen, was ich vorhabe, sonst wird es ja nicht fertig. Aber letztendlich sage ich immer, es ist egal, ob der Zweig dann mal ein bisschen mehr so, ob jetzt zum Beispiel der Hut von meinem Mann größer wird oder kleiner wird oder überhaupt ein Hut wird oder die Hände hier so rausspringen. Das ist ja egal, wie das nachher aussieht. Das ist ja wiederum nur unsere Vorstellung, dass das so aussehen soll, wie ich mir das vorstelle. Und dagegen sträubt sich die Weide. Also die Weide möchte auch mitsprechen. Ja, wenn ein Zweig jetzt nicht in diese Richtung geht, wie ich will, dann bricht er ab. Und dann ist dem seine Formgebung nicht mehr ganz so schön. Also deswegen muss ich erst ihn weich machen, ihn biegen, wissen, wo sein Rücken und wo sein Bauch ist, damit er das auch macht. Und ja. Also wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, denke ich, das ist eigentlich so klasse. Das ist ja wie wir Menschen auch, wir gehen ja gern freiwillig mit, wenn mit anderen, mit ihren Gedanken, mit ihren Gesprächen und so weiter. Aber wenn uns jemand was aufdröseln will, was nicht unser eigenes ist, dann kommen wir ja selbst auch in so einen Widerstand. Und das sind wir manchmal wie Snoopy, kleines Brems, nein, das ist nicht meine, da will ich nicht mitgehen. Und vielleicht können wir das auch so ein bisschen von der Weide lernen, wenn du dich auf etwas anderes einlässt, ob das jetzt ein Mensch, die Natur, in welcher Form auch immer ist, dann achte darauf und sei einfach feinfühlig. Was möchte dein Gegenüber? Und wenn es eine Weide ist. Und dann kennt es ein richtig schönes Leben sein. Und wir haben ja auch so Kurse zusammen veranstaltet mit Kräutern und Garten und frag mich nicht, und waren ja da auch am Werken und Schaffen mit den Teilnehmern. Und wie du gerade sagst, es war einfach so schön. Jeder hat vor sich hin geschafft und trotzdem sind wir ja in so einem großen Kreis gewesen. Es ist so was ganz Altes, Urweibliches, Archaisches. Man sitzt im Kreis und jeder arbeitet an was. Und da fließen die Gespräche, es fließen die Hände und dieses Schaffen, Tun, Machen, das ist so was Schönes. Ich finde, es ist meditativ. Also und vor allem die Weide. Weil was ich da beobachte während der Seminare, dass vor allen Dingen Menschen, also zu mir kommen ja 90% Frauen, also ich habe ja selten mal einen Mann, der sich zu mir verirrt. Das könnte sich ja mal noch ändern. Ich weiß nicht, an was es liegt, ob die Männer sich nicht an die Materie der Blumen trauen oder ob ich die womöglich sogar abstoße, keine Ahnung. Jedenfalls, bei der Weide ist es so, ein sehr kopflastiger Mensch tut sich extrem schwer mit der Weide. Also die müssen erst einmal raus aus dem Kopf, das muss man so sagen, raus aus dem Kopf und sich vollkommen einlassen auf den Zweig. Weil diese Vorstellung, die der Mensch sich von was macht und der Zweig dann einfach nicht will, oder einfach ganz anders funktioniert, wie man sich das denkt, dann funktioniert es nicht. Und deswegen ist es echt meditativ. Du hast jetzt vorhin gesprochen, so vom Bauch und Rücken eines Zweiges.
Kannst du uns mal zeigen, wie ich das erkenne oder wie ich das dann halten muss? Dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen ins Tun. Ich nehme jetzt mein Buch, bevor ich das weglege, ja? Damit, damit man sieht, dass ich das auch gemacht habe. Okay, so, der Rücken. Also ich habe ja hier ein paar Zweige mir vorbereitet. Und es ist eigentlich egal, welchen ich rausnehme. Ich nehme mal einfach wahllos welche. Es sind manchmal, also Christel, der ist jetzt ganz eindeutig gebogen, ja? Ja, eindeutig. Das ist nicht immer so. Manchmal sind die ja auch hier viel gerader. Ja? Also gerade wäre jetzt so, wenn ich so hoch gehe, wäre es gerade. Bei dem sieht man es eindeutig. Ich habe jetzt hier tatsächlich, hier gibt es eine mit Knick. Guck mal, da wird es schwieriger. Ja, so. Ja. Also die hat ja irgendwann beim Wachsen ein Hindernis gehabt. Ja, die konnte da nicht weiter wachsen, wie sie wollte. Dann hat sie sich da ein bisschen verknubbelt und ist einfach in eine andere Richtung weitergewachsen. Was ja auch zeigt, dass so ein Zweig einfach flexibel ist, weißt? Mhm. Also so ein Zweig, der merkt, hier kommt ein Hindernis, kann ich nicht weiterwachsen. Und dann wächst er einfach woanders hin. Er richtet sich immer nach dem Licht, er richtet sich immer nach dem Positiven, ja? Also, wenn es nicht weitergeht, macht er halt was anderes. So, also jetzt ist es viel wichtiger, dass man sich erstmal um den Unterbereich kümmert, weil ja da dicker ist und weniger Beweglichkeit in dem Zweig drin steckt. Wenn ich den rund biegen will, dann ist außen, also dort, wo es gerader ist, im Außenbereich, also man sieht es eigentlich schon, der Rücken und Bauch ist. Und jetzt gehe ich hier mit meinen Daumen, meistens mit dem Daumen und biege den vorsichtig so runter. Weil so ein Zweig hat Muskelgewebe. Ja, also das ist ja wie bei Menschen. Die Pflanzen, die haben so unglaublich viele Parallelen zu uns Menschen. Also alle, nicht nur Weiden. Die sprechen ja geradezu auch von den Dingen von Abstammung, Stammbaum. Wir haben Wurzeln getrieben, ja, wenn wir uns verwurzelt haben oder entblättert. Oder wir haben ja unglaublich viele Wörter. Unser Sprachgebrauch, der auf den Baum hinweist, ja. Und genau, jetzt bin ich abgedriftet von der Weide. Also auch da Muskelgewebe, ja. Muskulatur, Dehnfähigkeit. Also so ein Trieb weiß immer, wo er hinwachsen muss. Weißt du, das weiß ich ja oft nicht. Also wenn ich immer wüsste, wo ich hinwachsen müsste, dann wäre es ja einfach. Aber der weiß scheinbar immer, wo er hin will. Auch eine Rankpflanze, Christel, das ist doch faszinierend. Eine Rankpflanze, die kann ich wegmachen, weil ich nicht will, dass die da jetzt entlang wächst. Aber die findet wieder den Halt. Die macht einfach wieder sofort, ändert die ihre Richtung und geht wieder dorthin, wo sie hin will. Das fasziniert mich an meinem Beruf. So, also der Rücken. Wenn ich ihn jetzt weich biegen will, habe ich schon gezeigt, drücke ich ihn hier immer mit dem Daumen. Bei dicken Zweigen ziehe ich absolut einen Handschuh an. Oder ich kann das auch über mein Knie biegen. Manchmal, wenn ich so riesige 3 Meter Zweige habe, dann stehe ich da unten drauf und biege das mit dem ganzen Körper. Ja? Aber dadurch mache ich es elastisch. Und jetzt ist er schon viel williger und macht schon viel mehr das, was ich mit ihm machen will. So, und oben, da ist jetzt zufällig auch wieder sichtbar, wo der Rücken und der Bauch ist. Ja, da sieht man es auch gut.
Und wichtig ist, wenn die sich mal gekreuzt haben, dass man einfach den unteren Bereich weich macht. Und jetzt zeige ich dir mal, wenn ich den jetzt in ein Werkstück einarbeite, weil ich habe ja hier so einen Kranz. Und diesen Kranz, der hat jetzt ja schon eine ziemlich schöne Form gekriegt. Wenn ich den jetzt aber noch hübsch machen will, könnte ich zum Beispiel einfach einen Zweig hier reinschieben. Solange du siebst und ja, das war die Gestalt, ist meine Frage. Ich sehe jetzt gerade, du hast den Kranz ins Wasser gelegt. Dient es jetzt Ja. dem, dass er elastisch bleibt und nicht austrocknet und spröde wird? Könnte man denken, aber ich möchte ja Blumen reinstellen Ah, dazwischen. okay. Weißt, ich bin Touristin. Ich mache das auch gleich. Jetzt pass mal auf, Christel, was ich schon noch zeigen will, guck mal hier, habe ich jetzt eine Spitze mit Verzweigungen. Man sieht es leider echt schwer. Nochmal hier. Ich nehme jetzt diesen Zweig und da kann ich tatsächlich verknoten. Also diese Elastizität. Na, ich glaube, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, so ein Ich bisschen. kann richtig einen Ja. Knoten reinmachen. Und jetzt, wenn ich merke, ich habe zu viel Spannung, dann wechsle ich meine Hände und mache von der anderen Seite, also gegen gleichen Knoten. Guck, und jetzt ist es fest. Also ich kann richtig die Sachen zusammenknoten. Also ich finde, die Weide ist faszinierend. So, ich stecke dir noch ein paar Blumen rein. Ist das okay? Ja. Ich habe eine ganz süße Ranunkel mitgebracht, wie eine Butterblume eigentlich, so eine kleine, zarte. Schnittblumen muss ich ja immer anschneiden und jetzt stecke ich die zwischen die Weide da rein. Ein bisschen lang. Und jetzt steht die im Wasser und so ist eigentlich der Grund, warum ich die ins Wasser gestellt hat. Also in meiner Schale ist Wasser unten drin. Und dann muss ich Blumen aussuchen, die wenig Wasser klarkommen. Also Tulpen sind zum Beispiel super. Die ganzen Zwiebelblüher, die es jetzt gibt. Und ich könnte mir ja, statt einem Kranz, kann ich mir ja zum Beispiel auch einfach ein Tablett machen, weil ich kann ja was Langes machen und über ein Gefäß drüber legen. Jetzt mal noch Ja, eine das ist aber Frage, schon. solange du hier am Stecken und Schneiden bist. Für diesen Kranz, den du da jetzt, das sieht ja jetzt nicht unbedingt geflochten, sondern eher so ein bisschen gewickelt aus. Wie viele Stängel der Weide oder Äste hast du da in etwa jetzt gebraucht? Oh, das ist eine schwierige Frage. Innen habe ich zum Beispiel so ein bisschen Restematerial rein. Also auf Schwäbisch sagt man Kruscht. Und der Kruscht habe ich da innen rein und habe mir wie so kleine Kringel gemacht, damit ich schon mal mit den anderen beiden so durchflechten konnte. Ja, also ich habe mir ungefähr 10 Kringel gemacht aus Restematerial und die wie ein Schaschlikspieß aufgespießt. Weißt du, immer Ja, schön hoch also so tief. Bei der Weide durchgeht. ist ja, bei der Weide ist es ja ganz wichtig, Geflechte kommen ja nur durch das gegengleiche hoch tief zustande. Und so habe ich das dann gemacht. Mach dann durch die Kringel wie ein Schaschlikspieß und den bieg schon mal so rum, rund. Und das ist schon der erste Start. Und dann vielleicht 30 Zweige. So würde ich schon denken. Ja. 30 kürzere Zweige, die vielleicht 1 Meter oder so.
Also man braucht schon ordentlich Material jetzt für so einen Kranz, wenn ich das so sehe. Ja. Ja, aber du weißt, du, die muss man ja schneiden. Also wenn ich meine Korbweiden, ich habe ja eigene Korbweiden, wenn ich die nicht schneide, dann werden das Bäume. Also ich habe dir ja die Geschichte von meiner Oma erzählt. Also das heißt, ob ich die benötige oder nicht, die muss ich schneiden. Und es stehen ja überall Weiden so am Straßenrand. Du hattest das ja vorher so schön geschildert. Aber man muss natürlich wissen, Weide muss ich schneiden, also die gehören ja jemand. Zumindest hat ja irgendjemand sich bereit erklärt, die jedes Jahr abzuschneiden. Und das ist ja auch was. Also ich habe ja 8 Jahre in so einem ganz winzigen Dorf gelebt, wo meine Oma, wo meine Familie herkommt. Und dort gibt es ja Menschen, die das einfach abschneiden. Ehrenamtlich, weil sie das schön finden, ja, weil sie die Weide kostbar finden und deswegen erklären die sich bereit, die Weide auch zu pflegen, ja, sprich einmal im Jahr abschneiden. Und das ist schon Arbeit. Und die Menschen muss man finden, weil man kann jetzt nicht hergehen und da 50 Zweige abschneiden, aber ganz oft findet man ja welche, wenn man mit den Menschen, die da dort wohnen, mal ins Gespräch kommt oder auf dem Häckselplatz guckt, wenn es noch Häckselplätze gibt, die man öffentlich zugänglich hat, dann kann man da ganz oft Weiden finden. Und wenn man sich Okay. da mal so ein paar Zweige abschneidet, dann glaube ich, ist das auch okay. Wichtig ist ja, dass ich die Weide immer im Winter ernte, und zwar nach dem ersten Frost, weil dann die Gewebe am weichesten sind. Ja, das wissen wir ja, wenn die im Frühjahr ihre Kraft nach oben treiben, dass die dann eben der Säftestrom, den die Pflanze braucht, um auszutreiben, der macht die wieder steif. Und im Winter hat die Pflanze ja alle Säfte in die Wurzel eingelagert. Und deswegen ist das der beste Moment, die zu schneiden. So, du wolltest ja gerne, dass ich zeige, wie wir was Kleines, wie man was machen kann. Jetzt nehme ich einfach mal einen. Ich hoffe, ihr könnt zu Hause das gut sehen. Also, ich habe euch nicht erklärt, der Rücken und der Bauch. Ja, also hier ganz klar sichtbar der Bauch, hier außen der Rücken. Dann biege ich erstmal weich. Jetzt habe ich aus meiner Auswahl einen relativ dicken, also der hat einen halben Zentimeter im Durchmesser. Vor allen Dingen, wenn man mit Weiden arbeiten möchte, braucht man Korbweiden. Ja? Also Korbweiden sind die beweglichsten Weiden. Es gibt auch Weiden, die lassen sich nicht biegen. Also bei einer Korkenzieherweide ist es zum Beispiel so, da gehen nur die äußeren Stücke. Guck mal, jetzt kann man sehen, durchziehen kann ich den einfach kleiner machen. Ja? Ich halte den ja nur noch hier an meiner Hand da fest. Ich versuche mal, so rum muss ich es, glaube ich, zeigen. So, Das sieht hier nicht halte ich gut, fest. ja. Ist gut. Okay, so, und jetzt habe ich ja noch einen ziemlich langen Zweig und jetzt webe ich einfach mal so durch. Man denkt immer, man sollte lieber noch 10 Arme haben, ja. Man wäre da gerne so ein mutiertes Wesen. Jetzt bin ich dreimal rum, zweimal rum. Und jetzt komme ich das dritte Mal rum und jetzt muss ich die Spitze ziemlich eng so drumherum biegen, damit ich das verknoten kann. Ungeschickterweise habe ich jetzt mir einen Zweig ausgesucht, der keine Verzweigungen vorn hat. Das wäre jetzt ziemlich geschickt gewesen. Ich hätte Verzweigungen, da hätte ich es einfach zuknoten können. Aber am Ende jedes Weidentriebes ist es eine dicke Spitze, diese Wachstumsspitze, und die schneide ich ab, damit es dünn wird. Und jetzt versuche ich,
reinzugehen zwischen meine Weidenstiele, die ich schon aufeinander gelegt habe. Ja, also so, dass ich den Zweig unter Spannung bringe. Guckt, jetzt ist es schon zu. Jetzt habe ich schon ein Dringel. Ja. Jetzt mache ich noch ein Dringel. Da kann ich nämlich zum Beispiel eine ganz kleine Kugel machen. Und da brauche ich ja dann bloß 2 bis 4 Zweige. Hier, der geht super. Jetzt kann ich klein ziehen, so klein wie ich haben will. Mache ich ungefähr gleich groß. Gehe hier wieder, soweit mein Zweig reicht, außenrum. Und jetzt habe ich einen, der super Spitzen hat, der super verzweigt ist. Mit dem kann ich knoten. Also ich wickel straff außenrum. Das merke ich dann auch schon, wenn ich das Spannung weggeht. Jetzt nehme ich einen Zweig nach links, einen Zweig nach rechts, weil ich muss ja wie beim Schuh eine Seite von vorne und eine Seite von hinten haben. Sieht man es? Ja. Und jetzt knote ich zu. Und beim Zuziehen, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Spannung habe, sonst reißt er ab. Aber der hält jetzt schon mit einem Knoten. Ich kann jetzt auch meine Arme tauschen und einen Doppelknoten machen, aber dann habe ich nicht so viel Spannung, wenn ich noch ein zweites Mal mache. So, guck mal, jetzt könnte ich die ineinander schieben. Und könnte mir einen dritten Zweig, sieht jetzt schon gut aus, oder? Ja. Zwei Zweige. Jetzt machen wir mal noch einen dritten. Und jetzt habe ich hier schon einiges an verschiedene Längen von den Zweigen. Und da könnte ich jetzt ja mal durchwägen. Und je öfter ich jetzt schon hoch, tief gehe, umso stabiler. Jetzt habe ich nicht gut weich gemacht im Vorfeld, das merkt man gleich, da knickt er. Also das haben wir jetzt gelernt, wie wichtig dieses Weichmachen ist. Das heißt also wirklich mit dem Daumen immer erstmal entlang gehen und sanft biegen, um das Muskelgewebe zu lockern, wie du vorhin so schön erklärt hast. Und dann erst ins Flechten zu gehen. Okay. So, schlauerweise habe ich jetzt hier auch einen mit einer Spitze, einen Zweig mit zwei Enden. Kann ich wieder hier zuknoten. Also wenn ich mit so einer Weide arbeite, dann, ich hatte gedacht, ich hätte hier eine Vase. Ja, habe ich auch. Guck mal, da habe ich einfach nur so ein ganz kleines Wasserglas, eine kleine Vase, da könnte ich auch schön nehmen. Und jetzt setze ich da meinen Weidenkringel drauf und könnte eine Blume durchstecken oder zwei und ein bisschen Grün aus dem Garten, wenn man Garten hat. Und wenn ich es ein bisschen fester mache, dann habe ich natürlich... dann kann ich das besser gestalten. Kannst du sehen? Ja. Das ist jetzt ja nur durch einen Zweig im Prinzip durchgesteckt. Ich könnte jetzt hier noch einen Zweig oben drüber machen, so viel wie ich Lust habe, so viele Zweige wie ich besitze. Und natürlich, wenn ich enger bin, hält es besser, weil ich mehr Festigkeit habe. Aber auf jeden Fall sieht es schon mal ganz anders aus. Also wenn ihr mal vorstellt, braucht ihr unter Umständen gar keine Vase, wenn ich sowas nicht zu Hause habe, sondern kann vielleicht ein gebrauchtes Marmeladenglas oder ein Trinkglas nehmen und mache so ein kleines Weidengeflecht und das sieht einfach so ganz anders aus. Und vielleicht, wenn man jetzt auch außen noch so ein bisschen Moos reinsetzt oder irgendwas, dann sieht man das Glas gar nicht mehr und man hat ein wunderschönes Naturobjekt. Genau. Weißt du, so sind ja Teller entstanden zum Beispiel, die haben ja aus Weiden die Teller geflochten oder gebogen, also geflochten,
dann erst den Ton drumherum. Ja? Und dann ist die Weide beim Brennen verbrannt und dann hast du nachher einen Teller gehabt. Mhm. Also du kannst ja ein Nest um dein Gefäß, falls du eine hässliche Vase hast oder was dir nicht mehr so gut gefällt, dann machst du einfach ein paar mehr Zweige außenrum und stellst dein Glas innen rein und sieht auch schon wieder toll aus. Ja. Wunderbar. Liebe Elo, vielleicht schiebst du gerade diesen größeren Kranz mal noch ein bisschen mit ins Bild, wo jetzt auch schon 2, 3 Blümchen drin sind, wo man auch gut sehen kann, was da alles noch möglich ist und wie man sich das verschönern kann mit allem drum und dran. Dieses Bündel, das ist einfach nur Restbündel, ein Aufräumbündel. Da kann man auch machen, wenn man dann noch Zweige, da gehen natürlich auch andere Zweige, egal welche du hast. Ja. Man muss ja auch seinen Garten aufräumen. Da gibt es ja bei mir auch einen Kurs, der heißt Objekt aus Gartenrückschnitt. Da kann man sowas wunderbar machen. Ja. Jedes Zeug, was man nicht mehr in die Biotonne unterbringt, kann man zur Floristik verarbeiten. Das ist einfach super. Und das war jetzt auch der Hinweis, liebe Zuschauer, also wenn ihr euch da mal für einen Kurs live interessiert, die Eleonore ist in Leonberg bei Stuttgart, bietet, wenn man es dann wieder darf, wunderbare Gartenseminare an, aber auch Floristikseminare. Du bist jetzt auch online gegangen, wo man bei dir mal so Grundkurse mitmachen kann, aber auch Aufbaukurse, was man eigentlich alles Schönes aus der Weide flechten kann und wie man überhaupt mal solche Gestecke macht, was man alles zu Hause selbst auch tun kann. Und jetzt danke ich dir von ganzem Herzen für den schönen Ausflug zur Weide. Du hast uns auch so viel noch mehr Interessantes dazu erzählt, wie nur so und so mache ich jetzt ein Weidenkörbchen. Ich wünsche dir noch ganz viel Freude bei deinem Tun und liebe Zuschauer, vielleicht konnte die Eleonore euch ein bisschen anstecken, wenn ihr das nächste Mal dran seid, euren Garten aufzuräumen, mal zu gucken, was könnte ich denn daraus alles machen. Und ich glaube, da kommen unfasslich schöne Dinge zutage. Ja, das ist richtig toll. Dankeschön. Tschüss. Ja.